So, hallöchen und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen Folge Rec Center Tycoon. Hier bei uns in unserem kleinen, aber feinen Fitnessstudio. Ne? Wir haben wieder viel zu tun. Das erste, was ich sagen kann, guck mal, hier die zwei Räume und hier vor allem ne, die WC und Dusche. Die sind so gelblich, der Boden jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum. Es hat ein Update gegeben, ein kleines. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Ich gehe mal stark von aus. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, was. Keine Ahnung, warum der so gelb ist, bevor ihr das in die Kommentare schreibt, ja. I don't know. Was werden wir als erstes machen jetzt? Wir machen mal wieder Research hier. Wir können ja Cardio 2 erforschen. Machen wir mal direkt. So, was gibt's sonst noch? Guck mal, 500 Punkte nur, das geht ja ratzfatz. Swimming wäre vielleicht nicht ganz uninteressant, aber da habe ich noch keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, als nächstes machen wir dann hier Financial Advisor. Das hier doubles the satisfaction gained from using arcane machines. Also, die beiden werden wir gleich auch noch machen. Das sind nochmal 500 und 700 sind 1200. Kriegen wir auch noch locker zusammen. Jetzt ist gerade wieder nichts los hier, ne? Genau, Nacht. Dann können wir die neuen Geräte können wir dann hier reinstellen. Hier und hier schon mal. Ich weiß nicht, wie viele wir kriegen. Wir werden sehen. Hier müssen wir ja Platz lassen, weil wir ja hier noch einen Raum hinmachen wollten. Dann können wir später hier noch einen Weg reinmachen und hier runter und hier daneben auch noch einen Raum. Ah, gerne. 31 Cent Gehaltserhöhung. Das macht man gerne. Ne? Wir wollen ja nicht unverschämt sein. Der Herr ist so bescheiden, der kriegt seine Gehaltserhöhung. 31 Cent können wir uns noch gerade so leisten. So, hopp, hopp. Flitzt mal schnell hier. Das scheint auch ein Bug zu sein. Steht immer noch auf Geschwindigkeit 3, aber sie klatzeln hier rum, als wenn wir Geschwindigkeit 1 hätten. So, 34 connected. 2,29 Kilowattstunden. Total 15,96 Kilowattstunden. Kosten uns 24 am Tag. Aber das geht noch. Wir verdienen genug. Die Bude macht jetzt auf. Ich hoffe, die Forschung ist so gut wie fertig jetzt. Jawohl, ist sie. Wir können direkt gucken, was wir da machen können. Clean manually, clean 200, 200 mal Mass using your manager. Oh Gott, wir haben erst 30 von 200. Restock, also das müssen wir alles selber machen hier mit unserem Manager. Machen wir ganz zum Schluss, wenn überhaupt. Jedes faul. So, komm, du bist fertig. Jawohl, dann kannst du euch das hier nehmen. Wir können gucken, was wir hier für neue Maschinen kaufen können. Was haben wir denn jetzt hier? Das hier ist ein Stairmaster. Okay, den könnten wir eigentlich... Was kostet der? 800. Cross Trainer. Speedbag. Ein Sandsack. Ein Boxdummy. Okay. Machen wir es erstmal hiervon. 1, 2, 3, 4, 5. Und hiervon. Ah, die sind nur einen groß, ne? Und keine zwei. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht jetzt natürlich bescheuert aus, wenn da so eine Ecke drin ist. Aber was soll's. Der kostet 120. Könnte man den hier hinhängen, hier so. Hier könnten wir so zwei hinhängen. Daneben könnten wir noch so zwei so Dummies stellen. Dann hätte ich gern noch so einen hier, ein Speedbag. Die können wir so dazwischen stellen. So, so und so. Dann passt das. Dann haben wir auch alles was Neues, haben wir mal gebaut. Jetzt haben wir von jedem etwas. Ne, hier von dem Curl Rack haben wir noch nichts, ne? Nö. Können wir die denn hinstellen? Ja, wie sie alle auf den neuen Geräten sind direkt, ne? Alle direkt auf den neuen. Stellen wir mal hier zwei stehen. Dann haben wir jetzt aber alles. Wir wollen ja auch nicht so viel ausgeben. Wir müssen auch den Kredit zurückzahlen, ne? Aber jetzt sind wir schon gut dabei, muss ich sagen. Wir müssen aufpassen, dass nicht wieder irgendein Drogendealer hier reinkommt, der seine Steroide verkaufen will, ne? Oh, ja. Was hast du gesagt? Immer in die Fresse! Immer in die Fresse hier, der Puppe! Richtig so. Ist wunderbar, um seine Aggression, angestauten Aggressionen abzubauen. Heißt, du hattest einen schlechten Tag. Nur Stress auf der Arbeit, nur Idioten, Chef verlangt Unmögliches. Bam! Außer erst mit der Puppe eins in die Fresse. So muss das sein. Cassandra Grimes is finished. Work for the day. Okay. Na gut, wir haben 22 Uhr. Ich wollte gerade sagen. Der ist immer noch dran. Ah, pennst du oder was? Mein Freund. Pennst du? Oh, guck mal, jetzt haben wir schon voll viel. Ja? Was haben wir hier? Class Hosting. Unlocks the ability to hire trainers in host classes using the event calendar. Okay. Das könnte man sich mal angucken. Running Track. Ist bestimmt auch interessant. Bodybuilding 3. Wir können das bald echt dann trennen. Ne? Dann machen wir einen Cardio-Raum und einen Bodybuilding-Raum.
Café, da können sie sich ein bisschen ausruhen, was essen, trinken und so. Solarpanels sollten klar sein. Financial Advisor kommt danach. Was haben wir hier? Es gained a level. Research. Ach stimmt, da müssen wir auch wieder gucken. 11 Manager-Punkte hat er. Okay, wir gucken direkt. Wir gucken direkt hier. Nummer 15. 8, 8, 8, 8. So, 3 Punkte haben wir noch. Hauen wir die hier rein. Dann haben wir da 18. Haben wir überall eine 8 am Ende. Das kann er noch nicht. Da müssten wir ja selber machen. Passt aber schon. So. Ah, was meinst du? Sollten wir hier noch eine 2. einstellen? Oder reicht der eine erstmal? Ich meine, solange hier keine Schlange ist, denke ich mal, reicht einer. Wenn sich hier eine Schlange bildet, können wir ja immer noch einen einsetzen. Hier können wir auch mal gucken. Hier könnte man irgendwas reinmachen. Eine Bank. Ein paar Blumen. Irgendwie so. Irgendwie so. So, 5000 Piken, 142 minus. Sieht man immer schön, wo wir was kaufen, ne? Hier könnten wir mal beim Finanzieren gucken. Der Kredit ist noch 25.800, wenn wir den jetzt zurückzahlen. Nee, ich lasse das lieber mal. Ich weiß nicht, ob wir bankrott gehen, wenn wir fett im Minus sind. Das wäre doof, wenn dann das Spielende wäre. Weil wir den Kredit zurückzahlen und dann fett im Minus sind. Das würde ich nicht wollen. Jetzt. Das wäre glücklich. Guck hier. Hast du gesehen? Das Mädel war glücklich. Oh, das Fitnessstudio. Hier werde ich Mitglied. So, Research. Step. Oh, ist schon fertig. Okay. Dann können wir ja Research wegmachen. Financial. Dann können wir ja hier unsere... So, machen wir das mal auf 25. Und das hier auf 15. Gucken, dass wir da ein bisschen mehr Geld kriegen. Guck mal, wir haben 48 Basis-Member, 27 Premium. 90 Casuals hier. Das Studio ist voll, ne? Der Laden brummt. Der Laden brummt. Kann ich nicht anders sagen. Mittlerweile hängen irgendwie mehr hier im Spielraum ab, als im eigentlichen Gym. Aber was soll's. Was soll's. Solange sie Kohle in die Kasse spülen, passt das. Können sie das gerne machen. Hey. So, wie sieht's jetzt aus? Wir haben erforscht, wir haben 6000 Piken, 520 plus machen wir gerade. Der Rec Center will close in 1 hour. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier offen haben. Können wir das nicht irgendwie hier? Ne, 22 ist Ende, hier auch. Geht nicht anders, also mehr geht nicht. Hier kannst du nicht wie bei Another Brick in the Mall einfach die komplette Nacht auch aufmachen, wenn du es erforscht hast. Können wir auch gar nicht machen, ne? Lass mal gucken. Text über Night Hours. Oh, doch, hier. Na dann. Instant gekauft. Danke. Dann brauchen wir nur 3 Leute. Dann müssen wir das ein bisschen umstellen. Dann müssen wir das ein bisschen umstellen. Aber dann haben wir einen 24-7-Gym. Siehst du mal. Wollte ich erst sagen. Nee, gibt's hier nicht. Und dann, bing, gibt's das doch. Sehr schön. So. 3 Sterne. 3 Sterne. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Gewusel hier in der Nacht. Weil jetzt, wenn wir warten, bis es morgens ist, 6 Uhr, ist das doch ein bisschen... Guck mal. Ständig stellt sich das in der Nacht hier um. 3 ist an, aber wir laufen langsam wie auf 1. Warum? Keiner weiß es. So, hast du den Käse erforscht? Ah, noch nicht, dauert ein bisschen. Was haben wir sonst noch hier? Employee Wages, Tax Advisor, Poaching... Increases the quality of all your job applicants. Das wäre ganz interessant. Computer gives all your receptions brand new computers which greatly reduce customer wait time. Das ist auch sehr interessant. Free Wi-Fi, gerne. Event Hosting, Bowling Alley, haben wir noch nicht. Boxing, Tennis Court, Hockey Rink, Baseball Court, kennen wir ja alles. Swimming 2. Also ich muss sagen, wir sind schon relativ weit. Unlocks, Deep in Development, coming soon. Okay, gibt's noch nicht. Na toll. Dann ist der bestimmt schon neu dazugekommen. F200 Customers use your swimming pool. Das müssen wir erstmal den einen erforschen. Alter, was ein Krach hier. Ich höre nur klick, 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 immer weiter. Research fertig? Nein. Mach doch mal weiter. Wir wollen die Leute hier einstellen. Beziehungsweise die, die wir haben, müssen wir dann umstellen. Hm. So, der nächste ist da.
Schon wieder 6000. Was sagt unser Kredit? Ich will keinen neuen, ich will den einen hier haben. Ja, Advertising haben wir noch nicht. 25.200 müssen wir noch zurückzahlen. Aber guck mal, 42 Tage verbleiben noch. Das kriegen wir relativ schnell. Das kriegen wir relativ schnell. Oder? Ja, jetzt ist es fertig. Jetzt können nämlich auch die Leute, die wir haben, gerade umstellen. Der Bilder hier. Ach, der, obwohl, der kann so bleiben. Die Rezeptionisten hier, die müssen wir ein bisschen umstellen. Dann fängt die an um 8. 8 Stunden bis 16. So. 8 Stunden, ja. Rezeptionist, Rezeptionist. Dann macht er hier von 16, 8 Stunden bis 24 Uhr. Und jetzt müssen wir noch einen dritten einstellen, der dann nachts dran ist. Nehmen wir einfach den hier. Der wird Rezeptionist und dann von 1 Uhr, 0 Uhr bis 8 Uhr. So. Wunderbar. So kann man das machen. Perfekt. Dann haben wir rund um die Uhr einen Rezeptionist hier, dass die hier wuseln können. Aber ich glaube, wir brauchen dann noch einen zweiten, der sauber macht. Müssen wir mal im Auge behalten. Was haben wir hier? Marianne Walker has stopped working, is exhausted and has gone home before the shift ended. Was? Da steht doch wer. So, ich glaube, das hat sich noch nicht rumgesprochen, dass man hier auch nachts rein darf. Ah ne, closed hier. Guck, der arbeitet schon, obwohl es geschlossen ist. Wir müssen ja hier die Öffnungszeiten noch machen, ne? Idiot. Von 0 bis 24, so. Also, rund um die Uhr geöffnet. Ihr könnt reinkommen. Ich frage mich nur, wer nachts um 3 Uhr im Fitnessstudio hängt. Also, ich garantiert nicht. Das ist schon... Ich weiß ja nicht, was die hier treiben. 24-7 Edelfit. So muss das sein. Sehr schön. So. Nicole Buck is starting their workshop. Was könnten wir denn noch hier erforschen? Was ist wichtig? Entertainment, Pinball Machine, Television, Table Tennis. Dann könnten wir unseren Vergnügungsraum hier ein bisschen erweitern. Oder gucken, wie groß die Dinger sind und die dann da irgendwie noch unterbringen. Also Entertainment und Class Hosting finde ich sehr interessant. Das werden wir noch machen. Was ist jetzt los? Hallo! Oh! Suspicious Activity! Customer has reported that someone is selling illegal performance-enhancing drugs in your rec center. He said the culprit is a man, has no shirt on, he's bald and wears sunglasses. Okay. Also oberkörperfrei, Sonnenbrille und Glatzkopf. Das kann ja nur der Kollege sein. Raus mit dir. Gary Richardson. Ich glaube, es hackt. Unglaublich. Ha. Oh. So muss das sein. We caught the drug dealer. Sehr gut. Weg mit dem Typo. Unglaublich. Sowas wollen wir natürlich nicht hier in unserem Gym haben. Ne? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.